Lass es erinnern. Vom assoziativen Fluss. Lass es, was auch immer das es ist, also dein Mind, dein Automatismus in deinem Großhirn, deine Erinnerungsmöglichkeit, ohne dass du die willentlich einsetzt, sondern du lässt es einfach erinnern. Das heißt, das, was uns immer wieder passiert, wir sind irgendwo da, wir nehmen etwas wahr, wir verhalten uns, wir sind also voll im Alltag drin und plötzlich kommt eine Erinnerung aus irgendeinem Anlass, vielleicht weil uns etwas an einen Menschen erinnert. Also zum Beispiel gestern war ich mit meinem Sohn auf dem Friedhof, das ist ein sehr schöner Ort. Das ist so eine kleine Kapelle und ist ein ruhiger Ort und dann entdeckt er da Eidechsen in der Sonne, die sich da tummeln und er ist da richtig drauf und dran und hat eine unheimliche Geduld, diese Eidechsen zu entdecken, weil er natürlich hofft, sich da eine zu fangen und mit nach Hause zu nehmen. Und ich schweife dann so und sitze da und gucke und genieße diesen Ort der Andacht. Und ich finde es ganz wichtig, solche Orte zu haben wie Friedhöfe oder Kapellen oder Kirchen oder Klöster oder Moscheen, ist egal was. Und ich gucke da so auf das Glöckchen, auf diesen Turm, der da ist, und denke an meinen Onkel und frage mich so, wie es dem Onkel gerade geht. Also in dem Sinne des Es plötzlich. Ich wollte mich nicht an den Onkel erinnern, sondern Es hat erinnert und plötzlich fällt mir dieser Onkel ein und dann ist die Erinnerung da und dann kann ich die natürlich weiter stricken und kann sie auch willentlich weiter betreiben. Aber wir haben ganz oft diese Phänomene, dass uns plötzlich was einfällt und dass wir uns dann plötzlich an etwas oder jemand erinnern. Und der aus unserem Gedächtnis emportaucht, so wie wir ihm begegnet sind im Leben. Und dann ist das manchmal auch so, dass uns dann Dinge einfallen, die uns schon lange nicht mehr eingefallen sind, die uns gar nicht bewusst gewesen sind, dass wir sie damals, als wir sie erfahren haben, so aufgenommen haben und tatsächlich so gut in unserem Gedächtnis gespeichert sind. Und auch hier, Achtung, der Hinweis, unser Gedächtnis beinhaltet wesentlich mehr, als wir je in einem Leben bewusst werden können. Das hat man ganz interessanterweise untersucht und immer wieder auch bestätigt gefunden. Also so weit geht das und das muss ja irgendwo einen Sinn haben oder einen Sinn erfüllen. Und ich halte sehr viel von Sinngebungen, von Sinnmöglichkeiten und dem Umgang von Sinn. Was macht Sinn? Das ist ja so eine zentrale Frage. Viele Menschen haben vielleicht gar kein Bewusstsein darüber, dass ihnen plötzlich etwas einfällt und sie denken, naja, jetzt kommt das, okay, kann man so stehen lassen oder geht so, oder sie verdrängen es relativ schnell wieder. Also sie geben dem dann vielleicht wenig Raum. Und das ist schade, dass sie dem wenig Raum geben, weil jede Erinnerung ist tatsächlich sinnvoll. Welchen Sinn sie dann auch immer macht. Wir können das nicht unmittelbar erkennen. Also das Interessante beim Sinn oder der Sinngebung ist ja auch, dass wir erst im Nachhinein klar werden oder wissen, um was es hier geht und oft nicht in der Unmittelbarkeit so etwas entsteht. Und das Sinnvolle der spontanen Erinnerung, und das ist ja gemeint mit dem Es, gehört eben auch dazu. Es hat irgendwo seinen Sinn. Wir kennen das aus der Psychoanalyse ganz schön, dass es gerade assoziiert wird, weil es irgendwelche Zusammenhänge hat, die wir natürlich dann assoziativ entdecken können, die in diesem assoziativen Fluss tatsächlich entdeckbar sind. Insofern, wenn ich diesem unwillkürlichen Lauf des Erinnerns Raum gebe, und nicht, dass ich es jetzt erwarte oder wie gesagt will oder da gerade zwanghaft an der Sache dran bin und es durchpushen will, sondern es einfach so entstehen lasse, zur Kenntnis nehme, mich darauf einstelle, kürzer oder länger. In der Regel ist es dann kürzer, wie es geschieht und dann ist der Gedanke auch wieder weg, also die Erinnerung wieder weg. Dann hat es einen Sinn gehabt und dann hat es etwas in dir in mir bewegt, dann war es irgendwo sinnvoll, von dieser Welt, von dieser Erinnerungswelt Kenntnis zu nehmen. Und tatsächlich, die Technik in der Psychoanalyse ist ja oft die, in der Assoziation, in der freien Assoziation, dass diese spontanen Einfälle, dieses Lassen, dieses an diesem Fluss teilnehmen, der möglich ist, also der immer wieder geschieht, ohne dass ich ihn
bediene oder penetriere oder da einen riesen Aufwand betreibe und mich nach dem Ach und nach dem Warum frage, sondern einfach so zulasse, etwas sehr Interessantes ist, weil das fördert tatsächlich Bewusstseinsprozesse und dadurch eben diese zahllosen assoziativen Flüsse, die für die Sinnfindung unseres Lebens so wichtig sind. Deswegen, wenn dir das passiert und du vielleicht dran denkst, an dieses Audio, das du jetzt gerade hörst, beim nächsten Mal, das einfach so geschehen zu lassen, zu sagen, so ist es. Du bleibst dann aber nicht bei dem Gedanken hängen oder penetrierst ihn oder fragst dich verzweifelt, mehr oder minder verzweifelt nach dem Sinn oder versuchst dann deinen Onkel anzurufen oder was auch immer. Ich meine, man kann machen, was man will. Es war vollkommen frei drin, ist also entscheidend, ne? Dass diese Spontane plötzlich geschieht und insofern auch stets zur Verfügung steht. Und im tiefen, unbewussten Sinn macht es auf jeden Fall Sinn. Und das Unbewusste ist ja das, was wir einerseits nicht wissen aus dem Gedächtnis oder wo wir nicht unmittelbaren Zugriff haben. Und andererseits ist das Unbewusste ja noch wesentlich mehr als nur unser eigenes Gedächtnis, sondern es sind ja vielleicht auch die Außenzusammenhänge, das Geschehen ist meinetwegen in einer Synchronizität in der Welt, was auch immer es für Konzepte sind, die wir da durchdenken, die daran beteiligt sind. Also jeder Assoziationsprozess, jede Assoziationsmöglichkeit schöpft irgendetwas, schöpft ein Potenzial, auf jeden Fall von Bewusstsein. Und damit ist es eben in der Integration deines Lebens oder für die Integration deines Lebens so wesentlich, weil es einfach da ist, weil es einfach das ist, was da gerade produziert wird, was da gerade geschieht, von sich aus, um das nochmal zu betonen, und nicht eben in der absichtlichen Verzettelung dessen oder Nachdenken dessen, hätte ich jetzt zum Beispiel dann gestern, um das an dem Beispiel festzumachen, von meinem Onkel, den anrufen können oder eben mal wieder einen Brief schreiben oder eine Mail schreiben und sagen, oh Gott, lebt der noch und wie ist das überhaupt und jetzt muss ich mich mit dem auseinandersetzen, tu das auf jeden Fall und dann fahre ich zu dem hin oder sowas, was auch eine Möglichkeit sein kann. Aber es gar nicht unbedingt notwendig ist, sondern es geht nur darum zu sagen, so, ich habe jetzt an den gedacht, das war jetzt plötzlich da, aus diesem Anlass heraus. Und oft erkennen wir ja auch gar nicht in der unmittelbaren Wahrnehmung, warum jetzt gerade ein solcher Gedanke entsteht, eine solche Erinnerung entsteht. Wir wissen das nicht. Es hat einen Zusammenhang natürlich, aber wir müssen ihn nicht unbedingt begreifen, sondern es passiert einfach und damit ist es gut. Und insofern spielen diese Dinge tagtäglich in unserem Leben immer wieder eine ganz wesentliche Rolle. Und sie gehören zu den in der Regel unbewussten und verdrängten und nicht zielführenden, nicht alltagszielführenden mentalen Prozesse, in denen wir ständig und stets schwimmen. Das ist ja auch wichtig, nicht? Das ist ja das, was das meiste ausmacht. Wir schwimmen in diesen mentalen Prozessen der Erinnerung und der Verarbeitung der Assoziationen. Und es ist nicht unbedingt zielführend dafür, dass wir unsere Arbeit richtig verrichten oder jetzt gerade Auto fahren oder Gott weiß was, sondern es geschieht einfach, es passiert. Die meisten Dinge passieren im Sinne des Es. Es geschieht, es assoziiert, es fließt. Und das ist etwas sehr Wertvolles und Wichtiges für die Aufrechterhaltung überhaupt eines jeglichen Bewusstseinszustandes und damit einer Authentizität und vor allem einer persönlichen Identität und damit eben der Sinnfindung für dein persönliches Leben.